Azzaril hat mich mehr als nur mein Auge gekostet. Doch du bist mir geblieben. Das ist mehr, als ich verlangen kann. Du hast die Feindin besiegt, die mein Leben zerstörte. Und trotz der dämonischen Gabe hast du die Menschlichkeit bewiesen, sie zu verschonen. Ich bin sehr stolz auf dich. Und vielleicht kann diese neue Kirche wirklich etwas Gutes bewirken. Vielleicht wird sie eines Tages das sein, was ich einst in ihr sah. Das Wichtigste ist aber, du lebst. Wir beide leben. Wir können Kalandra retten. Wir sollten keine Zeit verlieren. Wahrung ist weit. Brechen wir auf? Ich will mich noch umsehen. Dein Sieg beschämt die Größten unter den Helden. Es ist ein Jammer, dass du deine Bestimmung trotzdem noch verleugnest. Azzaril hat ihren Meister gefunden. Kalandra wird uns besser führen. Aber dieses unselige Buch wird nichts als Unheil anrichten. Du hättest es zerstören sollen. Die neue Kirche wird besser sein als die alte. Akzeptier das, Solus. Du wirst es bereuen. Verlass dich drauf. Lass uns gehen, Vater. Chiron ließ das Kloster hinter sich. Sein Sieg über Azzaril war vollkommen. Erst hatte der Dämon Sul'Garoth ihren eigenen Vertrag gegen sie gewendet und schließlich war sie jenen unterlegen, die sie als Werkzeuge missbraucht hatte. Borbarats Kirche würde weiter bestehen und die Gläubigen würden die neue Lehre verbreiten, die Chiron während der bizarren Visionen im Kloster beschlossen hatte. Azzarils Tod war überflüssig geworden. In Sul'Garoth hatten sie und Chiron nun einen gemeinsamen Feind. Einen Feind, der Kalandras Ehrgeiz zu nutzen wusste, um mittels ihrer Gabe ein Tor in die Sphäre der Menschen zu öffnen. In Begleitung des Mannes, den er als seinen Vater betrachtete, reiste Chiron zurück in den Molchenberg. Hier würden sich die Liebenden wieder treffen. Hier würde die letzte Entscheidung um Borbarats Paladin fallen. Als ich das erste Mal nach Wahrung kam, dachte ich, wir könnten hier ein ruhiges Leben führen. Ein Haus, ein ehrbares Handwerk. Die Häuser brennen. Und ich schätze, die meisten ehrbaren Handwerker sind schon gefallen. Kalandra hat ihr Tor bereits geöffnet. Azzaril hatte recht. Sie kann die Dämonen nicht kontrollieren. Die Gabe ist ihr zu Kopf gestiegen. Sul'Garoth lenkt ihren Willen, seit Azzaril die Kontrolle über die Gaben verlor. Ich gehe zu ihr. Wenn wir eine Chance gegen den Dämon haben, dann nur zu zweit. Du hast recht. Sul'Garoth könnte jeden Moment in unsere Welt treten. Hier, nimm das. Wir haben es einst getragen, um uns vor den Klauen von Dämonen zu schützen. Segal und du? Ja, ich würde dir meinen Waffenarm leihen, wenn ich könnte, aber ich kenne meine Grenzen. Warte einfach hier und halt dich versteckt. Wir werden den Dämon aufhalten. Yeah.
Oh, ihr seid noch nicht tot? Hervorragend! Ich dachte schon, die ganze Recherche sei umsonst gewesen. Recherche? Ausgehend von den Resultaten meiner vorangegangenen Analysen eurer Zauberkräfte, habe ich mich etwas intensiver mit Borbaradianismus beschäftigt. Beschwörung der Entität Sulgaroth im Praios-Tempel. Einflüsse alhanischer Bannungsartefakte. Hochinteressant. Ich bin sicher, meine Folgerungen würden euch den Mund vor Staunen offen stehen lassen. In aller Bescheidenheit natürlich. Ihr habt mich schon wieder analysiert, Magus? Jawohl. Erfüllt vom Furor des Forschers und legitimiert von der gnadenlosen Autorität der Wissenschaft. Ihr habt zu viel Zeit, Magus. Wart ihr schon wieder eingesperrt? Vielleicht. Aber vielleicht könnt ihr ja eure egozentrischen Vorbehalte für einen Moment beiseite stellen. Ich meine, falls ihr euch für die magie-theoretischen Zusammenhänge interessiert, die das Erscheinen einer bislang wenig bekannten erzdämonischen Entität erklären könnten. Oder verhindern. Wie kommt ihr gerade darauf? Hyperquantitative Akkumulation dämonischer Subjekte. Nodex-orientierte Lokalisierung. Man muss kein Genie sein, um daraus Schlüsse zu ziehen. Was genau ist ein Sphärentor? Laut der Theorie vom Sphärenmodell besteht das Universum aus 7 Sphären. Schalen, die ineinander liegen und einander umschließen. Unsere Sphäre nennt man die 3. Dann folgen das Totenreich in der 4., die Zitadelle der sogenannten Götter in der 5. und der Sternenwall in der 6. Sphäre. Die 7. Sphäre wird dem unendlichen Chaos zugeschrieben und gilt als Ursprungsort der dämonischen Entitäten. Sphärentore durchbrechen diese Schalen. Sie ermöglichen die Reisen durch die Zwischenräume, den Limbus. Und wenn man eine derartige Verbindung in die 7. Sphäre öffnet, obwohl man den Ankömmlingen von dort nichts in der Dimension eines, sagen wir, Halbgottes entgegenzusetzen hat, dann erfährt man am eigenen Leib, warum diese Sphärentore auch als Pforten des Grauens apostrophiert werden. Sulgaroth, der Erschaffer der dämonischen Gaben, hat mir geholfen. Kostenlos. Wahrscheinlich hat er ein völlig anderes Ziel verfolgt, als er euch glauben machte. Bedenkt, wenn Dämonen planen, dann wahrscheinlich langfristig. Von der Ewigkeit aus gesehen ist ein einzelnes Menschenleben kein ernstzunehmender Zeitraum. Durch seine Hilfe kann der erste Paladin entstehen, ohne dass die letzte Erwachte und ich uns töten müssen. Er gibt eine unserer Seelen frei. Ein geringer Preis, wenn ihm das den Zugang zu unserer Sphäre ermöglicht. Und an eurer Stelle wäre ich nicht allzu sicher, dass ihr das Ganze überlebt. Wenn es noch eine letzte Erwachte gibt, wird sie kaum auf die gigantische Macht verzichten, die die Gabe, praktisch der Dämon, ihr bietet. Wessen Wille ist schon derart stark? Das müsste schon die wahre Liebe sein. Und mal ehrlich, haltet ihr die tatsächlich für einen hinreichend reliablen Faktor? Ihr wisst von der Vereinigung der dämonischen Gaben? Der erste Paladin. Es ist ein Jammer, dass ausgerechnet ihr dazu auserwählt wurdet. Ihr wart so eine interessante Fallstudie. Vielleicht könnt ihr mich weiter studieren. Die Erwachten müssen sich nicht mehr töten. Ihr glaubt wirklich, dass es so einfach wird? Dass der Paladin entsteht und das, was da hinten rumort, sich ängstlich zurückzieht? Mir ist noch kein ernstzunehmender Dämon untergekommen, der sich eine einmal versprochene Seele entgehen gelassen hätte. Ihr meint, jemand wird sich opfern müssen? Ich fürchte, ja. Diese fundamentale Ironie vulgär-borbaradianischer Verkündungsrhetorik. Aus 7 entsteht der Paladin. Erste Großtat, er schafft sich selber ab. Stoff für eine antike Tragödie, wenn ihr mich fragt. Aber lassen wir das. Wie schwer ist es, ein Sphärentor zu schließen? Das hängt von der Größe ab. Diese Dinger können wachsen, wenn sie einmal offen sind. Und wenn eine ernstzunehmende Entität hindurchschreiten will, wird sie das entsprechende Tor mit aller Macht offenhalten wollen. Dem kann sich nur ein anderes, äquivalent mächtiges Wesen entgegenwerfen. Und da die Wahrscheinlichkeit des Eingreifens eines solchen Wesens gegen Null tendiert, müsst ihr euch auf das Sphärentor selbst konzentrieren. Massive Entladung von Temporalimpensation, Vulgo, Druidenrache. Fazit, intersphärischer Kollaps extraordinärer Dimensionierung. Was? Nehmt alle Kraft zusammen, die ihr kriegen könnt. All eure Zauberkraft, Lebenskraft, Seelenkraft. Konzentriert euch auf das Sphärentor. Und dann, boom! Ich muss jetzt gehen.
wie ihr meint. Ich wünsche viel Erfolg, Chiron. Tretet diesem impertinenten Astralparasiten ordentlich in den Arsch.